Ansonsten gibt es noch einen weiteren Punkt, das ist so ein bisschen ein Add-on heute. Das Thema nämlich, dass man auch Audio und Video erstellen kann. Bisher waren wir sehr textlastig oder abbildungslastig. Mittlerweile im Netz wird natürlich auch sehr, sehr viel Audio und Video zur Verfügung gestellt. Mittlerweile werden mehr Videos auf YouTube geschaut als Google-Suchanfragen gestellt. Und das wird so ein bisschen, also ein Teilbereich davon ist das sogenannte Podcasting. Da produziert und veröffentlicht man Audio- und Videodateien. Ähnlich wie bei einem Blog, wie wir das schon gemacht haben, so wie Sie das machen, nur dass man dort keine Texte schreibt, sondern halt Audio- oder Videodateien erstellt. Das Wort kommt von dem Begriff iPod, das von dem Hersteller Apple einen MP3-Player, und Broadcast ist das englische Wort für Rundfunk, und dann nimmt man Podcast, Kombination. Man erstellt diese Audio- oder Videodateien und kann die abonnieren mit seinem MP3-Player und kriegt die dann immer wieder automatisch auf sein mobiles Endgerät und kann sie sich dann dort anschauen. Insofern eigentlich könnte man sagen, ein Podcast ist so ein bisschen wie ein Audio-Video-Blog. Das sieht man auch hier beim Bestandteil von Podcast. Im Endeffekt sind die 7 Bestandteile eines Weblogs, die wir schon kennen. Also eine umgekehrt chronologische Reihenfolge. Es gibt einen Permalink. Es gibt die Möglichkeit zu Kommentaren. Es gibt Pingbacks, die zeigen, dass dieser Podcast von jemand anders verlinkt worden ist. Eine Sidebar, wo man Zusatzinformationen macht, etc. Seitensubjektivität, wie wir es erarbeitet haben. Aber es werden halt zusätzlich Mediendateien zum Download bereitgestellt und die können häufig auch auf der Website abgespielt werden, wenn man auf die Website geht, wenn man dorthin geht. Aber sie kann man halt runterladen auf seinen MP3-Player und dann, wenn man in der Straßenbahn sitzt, sich das anhört. Arten von Podcasts. Gut, man kann einmal unterscheiden nach Distributionsform. Sind das eher Audio-Podcasts? Das sind dann Hörbeiträge, da gibt es dann zwischendurch noch vielleicht ein paar Jingles, Musikeffekte. Oder ist es eher ein Video, wo die auditiven Inhalte mit einem eigenen Gesicht oder einer Präsentation unterstützt werden. Das können persönliche Webcam-Aufzeichnungen oder Interviews sein. Es können aber sowas wie hier zum Beispiel ein Screencast zum Aufzeichnen des Bildschirms sein. Man kann unterscheiden nach Periodizität. Täglich ist schon sehr aufwendig, ja, meistens eher mehrmals jährlich. Auch wir sind hier so ein bisschen an der Kapazität mit unserer Produktionskapazität. Alle 2 Wochen. Man kann nach Quellen unterscheiden. Es gibt nämlich private Podcasts, die mit einfacher technischer Ausstattung erstellt werden. Dann gibt es sehr professionelle Audio-Video-Podcasts mittlerweile auch von eigentlich professionellen Journalisten, und dann gibt es vielleicht irgendwas dazwischen auch, semi-professionelle, würde ich dann auch nochmal unterscheiden wollen. Man kann die Podcasts entweder komplett eigenständig bereitstellen, zum Beispiel in iTunes, oder man tut die innerhalb eines Weblogs als Teil der Website und bereichert damit eigentlich die textuellen Inhalte, die es dort gibt. Man kann Podcasts als Teil von der persönlichen Lernumgebung verstehen, indem man nämlich im Grunde sein Lernjournal spricht. Und ja, auch da hat man wieder eine persönliche Wissensdatenbank und all das, was alles zur persönlichen Lernumgebung gehört. Nur dass man halt mehr mit Audio und Video macht. Also man kann sich sehr gut vorstellen, wenn Sie ein Praktikum machen oder wenn Sie tatsächlich ein Experiment vorbereiten für Ihre Thesis, dass Sie das dann per Video dokumentieren. Und das ist dann sicherlich eine sehr schöne Dokumentation dessen, was Sie dort gemacht haben. Ja, hier sieht man nochmal so ein bisschen, wie tatsächlich man so einen Podcast erstellt. Die Alice nimmt auf, das gibt eine Audiodatei, die wird konvertiert in einen MP3-File und die wird eingebunden in so einen RSS-Dienst, sodass andere und veröffentlicht das dann über das Internet und lädt auch die MP3-File hoch. Das wird hier meistens dann, es gibt Software, die das komplett macht, hier zum Beispiel wird es eingebunden dann auf ihren Blog.
Und im Internet kommt dann zum Beispiel der Bob, der sucht was nach so einem bestimmten Thema und das bietet scheinbar Alice an und dann lädt er das herunter, es wird überspielt auf den MP3-Player und dann kann Bob das hören. Er könnte es natürlich auch gleich auf seinem Desktop hören, aber das ist dann nicht mehr so schön mobil. Wie erstellt man einen Podcast? Man kann tatsächlich ein richtiges eigenes Programm dazu nutzen. Man nimmt was auf, also zum Beispiel mit Audacity und gibt noch ein paar andere Produkte, die je nachdem kostenlos und nicht kostenlos sind. Da schauen Sie direkt wieder in die zu bereitgestellten Links. Und dann tun Sie das bei einer Website hochladen, die darauf spezialisiert ist, Podcasts anzubieten. Also zum Beispiel podhost.de, Safecast etc. Oder Sie veröffentlichen das Ganze über einen Webserver auf einem eigenen Webspace, also wenn Sie zum Beispiel ein eigenes WordPress haben. Bei uns würden Sie das tatsächlich im Grunde hier über die Blogfarm der Uni machen, blog.uni-bremen.de. Möglichkeit B ist das integrierte Produzieren und Veröffentlichen. Da geht man auf eine Plattform, spricht seinen Podcast ein, erstellt das dort und hat es dann gleich da auch hochgeladen. Das sind so Dienste wie Screener, die wir schon gesehen haben für Screencasts, MyPodcast.com, Hipcast, gibt es einige Dienste, wo Sie sowas online aufnehmen und dann gleich auch publizieren können. Das macht die Sache natürlich noch viel einfacher. Wenn Sie sich sagen, das finde ich eine spannende Sache, dann gibt es ein paar erste Hilfen dazu. Einmal podcast.de, das ist das deutschsprachige Podcast-Portal. Es gibt eine kurze Wissenscollage zu Podcasten, die ist mal vom Thomas Bernhard erstellt worden. Und es gibt Tipps, Tricks und Ideen auf dem Podcast-Wiki, Hilfe auf dem Portal Podster und auch noch Do's and Don'ts der Uni Koblenz. Also da würde ich mal nachschauen. Ich finde es toll, wenn wir ein paar Podcaster demnächst begrüßen könnten in unseren Reihen. Wie gesagt, ganz spannend finde ich das einmal für so ein internes Ideen festhalten, aber auch in so ein Dokumentieren, gerade von Projektarbeit, wenn sie Experimente machen etc. Das kann wahnsinnig spannend sein für andere Leute, sich das auch anzuschauen, die gegebenenfalls in dieselbe Richtung was machen wollen. Für zukünftige Studentengenerationen auch sehr, sehr interessant, innerhalb von einer Arbeitsgruppe gegebenenfalls auch, wenn man an verschiedenen Orten arbeitet und dann den anderen dokumentieren will, was man momentan macht. Wie immer, die Quellen. Und das war die erste Episode, länger als die anderen. Die nächsten dann wieder kürzer. Okay, tschüss.